Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Create Live. Ob heute ein Stream ist oder nicht, weiß nicht, weil ich nicht weiß, wann ich das Video hochlade, aber meistens streame ich so abends ab 19 auf Twitch. Bin, wie gesagt, mal ein bisschen im Auge behalten. Gerne, wenn ihr da folgt, dann kriegt ihr sowieso Bescheid, wenn ich live bin. Aber in diesem Video machen wir heute eine Bohrer-Fahr-Folge, in Anführungszeichen, denn wir gehen in die Mine rein und ich habe in letzter Zeit, in den letzten Streams, so gegen Streamende, immer muss ich unbedingt einmal den Bohrer fahren lassen und ihn ausheben und ich habe das auch mit aufgenommen. Das heißt, die Folge setzt sich aus den letzten oder aus drei verschiedenen Tagen zusammen, wo ich unten freigeschaufelt und Platz gewonnen habe. Wir haben da weitergemacht, Ressourcen gefördert, vieles mehr und eine richtig dicke Fläche freigeschaufelt. Und ja, das seht ihr jetzt in diesem Video einmal zusammengefasst. Deswegen viel Spaß damit und heute ausschließlich Bohrer-Fahr-Folge und es ist ein richtig satisfying Sounds, also es ist wirklich angenehm zu zuschauen, glaube ich. Let's go. So, Leute, jetzt gibt es nochmal eine kleine Tiefenbohrer-Fahr-Session, weil, ich weiß nicht, irgendwie die Stream-Zuschauer auch immer, die feiern das übelst und ich muss jedes Mal vor Streamer den Bohrer noch einmal fahren lassen. Deswegen, ja, liebe Kinder, auch hier gibt es nochmal eine Bohrer-Fahr-Session. Ich habe ja hier unten schon richtig viel ausgebaggert. Mit Journey Map kann man das gerade hier jetzt zwar nicht sehen, aber ich habe nochmal zwei weitere Minenschächte und nochmal zwei, drei Gänge gebaut und ganz dort hinten lassen wir den jetzt nochmal langfahren. Und Moment mal, habe ich hier vorne geradeaus durchgezogen? Ich glaube, ja. Ja, da ist irgendwo noch ein Schleim gerade. Genau, das funktioniert. Also, ich habe hier die Strecke gemacht. Wir fahren einmal entlang und dann wieder zurück. Das Besondere hierbei ist, hier hinten fahren wir durch eine Cave durch, wo auch wieder Mobs und alles Mögliche sind. Ich werde aber diesmal die Chance nutzen und oben hinter den Bohrer herlaufen, weil ansonsten habe ich oben einfach Mob-Party des Todes. Das geht so nicht. Ich bin sonst immer unten in der Ecke gelaufen, wo wir bei den Lava sehen. Aber da sieht man auch nicht so viel, weil die ganze Zeit die Lava da ist. Das heißt, wir laufen mal kurz hier oben hinterher. Dann starte ich den nochmal. Und let's go. Bohrer startet. Ich habe auch das Inventar, würde ich sagen, zum Großteil jetzt wieder mit Granit aufgefüllt, damit ich den Granit einsammeln kann, den der Bohrer wegschmeißt. Ja. Den sammle ich aktuell noch manuell ein, sonst muss ich wieder alle Filter ändern, alles Mögliche. So, und ihr seht hier unten schon das riesige Lavameer drunter. Aber ich muss ganz, ganz dringend mal hier oben langfahren und ausleuchten. Ansonsten habe ich gleich die richtige Mob-Party, vor allen Dingen auch, weil hier eine Cave ist. Deswegen gehen wir diesmal oben hinterher. Und schauen mal, hier vorne dreht ihr jetzt gleich nach links. Achtung, links. Ein noch. Ja, sag ich doch. Perfekt, so, Bordell lang. Gut, hier ist wieder Granit drin. Dann tue ich mal sämtliche Cobblestones raus dafür. Na komm schon, so. Auf, dass der Bohrer fährt. Und ja, ich kann auch Cleanstone eigentlich wegmachen. Gibt es ein komplettes Inventar voll von dem Zeug. Und ich kann nochmal diese eine Schiene hier wegwerfen. Habe ich nochmal einen weiteren Slot. Ja, wir können gelegentlich mal runtergucken, wie es unten aussieht. Aber ich muss ganz dringend ausleuchten. Das letzte Mal hat der hier, haben Creeper die Schienen weggesprengt, wo der Bohrer noch drüber fahren wollte und alles. Da habe ich gerade echt wirklich keine Lust drauf. Da müssen wir ganz, ganz dringend hell lassen. Ja, wir könnten auch so einen Deployer machen, dass der Bohrer selbst Schienen platziert. Das würde gehen. Allerdings setzt er dann auf jeden Block eine Fackel hinter sich. Auf jeden. Und das ist mir auch ein bisschen too much. So, jetzt können wir auch von hier oben ein bisschen runterschauen. Da ist immer noch die eine Fackel, die näher gezogen wird, ja. So, hier, das sieht auch so satisfying aus. Ich kann mal ein bisschen von oben runter gucken. Ist immer ein bisschen laggy, wenn die ganze Lava hier und die Items rumliegen und alles. Ja, der leckt ein bisschen. Oh, oh, hier ist Silberfisch oben. Oh, nein, bitte nicht runterkicken. Silberfisch. Hey. Oh, diese, was ist das so laggy? Die ganzen Items hier rumliegen und die Lava unten, die fließt. Ja, eines Tages müssen wir auch ganz dringend mal die Lava da entfernen. Indem ich halt Wasser irgendwie drüber den Bohrer nochmal langfahren lasse. Da ist aber irgendwie schwierig. Oh, was mache ich denn, wenn jetzt hier ein Silberfisch spawnt? Aus dem Stein, wo ich draufstehe. Ups. Aber da muss ich gucken. Ich habe ja diesen Weiler-Dings. Und da sehe ich ja, ob das ein Infested Stone ist, wo ich drauf gucke. Oh, genau. Natürlich ist jetzt da ein Creeper gespawnt, weil ich hier mit den Silberfischen beschäftigt war. Oh, laggy. Laggy, 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 laggy. Was ist denn das? Warum ist das denn so laggy eigentlich? Wahrscheinlich sind das die 10 Millionen Steine, die rumliegen. Also Nachteil ist auch, es können Mobs aus Höhlen jetzt runterfallen. Ne? Das ist der nächste Nachteil, den wir haben. Da müssen wir mal gucken. Das ist unter Umständen nicht so gut. Ah, Silberfische. Na, seid ihr getrappt hinter den Schienen?
Mobs trauen sich normalerweise nicht über Schienen zu laufen. Also jetzt, Ausnahmen mag es auch geben, aber normalerweise laufen die nicht über Schienen. Was schon mal ganz geil ist. So, ich wieder neues Granit ein. Oh, zu viele Items. Der Bohrer macht zu viele Items weg. Ups, oh, jetzt hat er mich... Er hat gewendet. Bohrer dreht sich. Ja, da vorne wieder Schwung bekommen durch die Power Rails. Bohrer hat gewendet. Dann muss ich hier überall ausleuchten. Da hast du dich. Lava unten drunter. Autsch, autsch, autsch. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, ob ich da rüberkomme. Ich will nicht wissen, wie viele tausend Blöcke wir hier abgebaut haben jetzt schon. Kann ich mal ganz kurz. Ja, einfach nur, damit ich ausleuchten kann, laufe ich mal rüber. Schaut euch dieses Lava-Meer an. Ja. Keine Ahnung, warum das so leck ist. Ich kann mal Folgendes probieren. Partikel auf Minimal. Ändert ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Ja, da komme ich nicht rum. Es ist halt einfach... Geht nicht anders. Aber bei den vorherigen Malen war es nicht so. Kein Plan, warum. Vielleicht war ich jetzt wieder im Aufnahmemodus. Bin also, jo, da kommt ein Skelett durch, nämlich die Lava snipe. Nein. Skelett fällt selbst in die Lava. Nicht mit mir. Da gibt es überall Mobs. Ich muss die Decken zustopfen, Leute. Es geht nicht anders. Ich werde hier mal langlaufen müssen und die Decken zustopfen müssen mit Blöcken. Damit da nichts durchfällt. Da haben wir wieder einen Creeper. Hallo. Ich habe ja mal gesagt, Knockback-Schwerter sind nicht so geil. Außer gegen Creeper halt. Creeper ist der einzige Anwendungsfall, wenn du Knockback-Schwert haben willst. Dafür ist es gut. Aber ansonsten weniger. Ja, hier will der Bohrer auch wieder weiterfahren eines Tages. Ich bin gespannt, wie viel die jetzt wieder rauskommen. Also wir brauchen auch die Sachen echt gut, auch Redstone und alles. Das wird gut benötigt. Ich habe gesehen, die Jungs haben sich auch schon was genommen, oben immer wieder. Da unten ist noch ein Dia drin, den können wir irgendwann mal einsammeln. Ich kann auch den ganzen Granitball nicht mehr sammeln. Wie viel? Na, doch, ein bisschen Platz ist noch. Legt ihr Granit? Granit? Ne, das ist Erde. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Dann wieder zurück. Und wir können gleich am unten gucken, wie es aussieht. Machen wir auch nochmal. Ja, da ist gerade Gravel. Ich hoffe mal, der Bohrer... Oh nein! Nein, er ist in Wasser gefahren! Nein! Nein! Genau das ist ein Problem. Uno problemo. Da müssen wir... zubauen. Ist einfach ein kleiner Wasserpocket gewesen. Ja, das ist sehr problematisch. Da muss ich das Minecart jetzt selbst per Hand auf die richtige Schiene bringen. Und bitte lass kein Creeper jetzt kommen. Ich habe es irgendwie gerade zwischengehört. Okay. Der Bohrer ist gestrandet. Der Bohrer ist gestrandet. Alarm. Und ich habe ihn wieder auf den richtigen Weg gebracht. Sehr gut. Wir haben es hingekriegt. Es läuft wieder. Schön, Bohrer dreht sich um und bringt jetzt die ganzen Sachen zurück. Puh, nee, also Wasser ist wirklich Todfeind. Und ich habe es extra gemacht, damit ich über den Lava sehen und alles bin, aber... Und da vorne bleibt er hängen, baut noch ein paar Sachen gerade ab, die er auf dem Hinweg nicht erwischt hat. Und er kommt zurück. Aber wie das mal wieder aussieht hier unten. Er fährt durch die Lava durch, wird großflächig. Und jetzt gleich wieder sie entleeren und die ganzen Sachen rausschmeißen. Finde ich gut. Ich muss das hier auf jeden Fall fixen. So, beim Rückweg hier muss er noch was abbauen. Und jetzt einmal zurückfahren. Zurückfahren. Ey, der fährt schneller, als ich laufen kann, ne? Das riesige Ding. Und da vorne wird es jetzt deployen. Und ich kann mal auch hier die ganzen Granit jetzt rauswerfen in die Kiste. Perfekt. Oh, es funktioniert aber so schön. Es funktioniert so schön. So, Granit raus. War diesmal nicht so viel irgendwie gefühlt. Aber macht ja nichts. Kann nicht immer alles komplett sein. So, und das Förderband ist fleißig am Abtransportieren. Der Bohrer wird jetzt gleich hier vorne hinfahren. Stehen bleiben, dann mache ich die Sicherung wieder rein mit dem Redstone-Block und dann, ja, war es das, würde ich sagen. Aber soweit so gut. Das war die nächste Runde Bohrer fahren und irgendwie wollten ganz viele Leute schon wieder, dass ich nochmal so eine Runde mache. Perfekt. Und es sind noch ein paar Slimes drin. Nice. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Bohrerfahrt. Irgendwie, es wird dann aber gefeiert. Ich darf keinen Stream ohne Bohrer beenden. Zunächst mal, ich habe jetzt noch was anderes gemacht. Wir haben ja die ganze Zeit nach hier hinten erweitert. Und jetzt erweitere ich mal diesen Bereich hier. Ich lasse ihn mal hier entlangfahren.
den hinten wenden, dann fährt er hier hin und wendet, ja, kann man sich die Stelle zeigen, bis ganz da hinten. Da dreht er zurück und fährt wieder hier lang und dann passt das. Ich muss nur aufpassen, also hier hinten ist ein Lavasee. Der bleibt aber so ein bisschen untouched, also das ist okay, da darf er stehen bleiben. So, fährt nach da, dann dreht er hier zurück, biegt rechts ab und nach vorne wieder links und fährt die Strecke wieder zurück. Okay, ja, ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe eigentlich überall den Gravel ausgetauscht und dann schmeißen wir das Ding mal los, würde ich sagen. Trommelwirbel. Es macht halt einfach Spaß. Ich darf wirklich keinen Stream beenden ohne Bohrer fahren. Dann dachte ich, ja, dann nehme ich es dann auf, wenn ihr es so feiert. So, der gute alte Bohrer. Der muss sich erstmal positionieren, fährt hinten an die Stelle, wo es losgeht. Ich, ja, würde eigentlich gern hier oben stehen und hier oben wieder Fackeln setzen. Wir können ja immer so ein bisschen runterschielen, wie es unten drunter aussieht, aber. So, ja, tu es. Tu es, Bohrer. So. Also wohl bedacht nach unten noch, ne? Ja, er rasiert. Ja. Da hat er mir fast die Haare an der Stirn wegrasiert. Okay, natürlich geht es auch nicht ohne Silberfische hier, aber die bleiben auch schön na, in der Schiene stehen. Mann, warum muss ich denn unbedingt in einem Bergbiom mein Teil hier haben? So, ja, nee, die Fackel, die werden bestimmt rein. Warte mal, bleibst du hier stehen? Oh, der bohrt sich durch Obsidian gerade. Er hängt in der Lava fest, aber ich glaube, es sieht nach... Ja, es sieht nach Obsidian aus. Er ist Obsidian. Der Dude hat ein bisschen was zu knirschen. Na gut, dann gibt es wieder ein bisschen Obsidian für die Kiste. Würde ich jetzt mal vermuten, ist halt ein Lavasee drunter und... Oder? Bitte sag mir, dass der an Obsidian hängt und nicht einfach nur... Ja, er hängt an Obsidian. Danke. Dann ist hier vorne ein Creeper, der wird mir auch gleich wieder auf die... gehen. Nein, nein, nein. Das ist jetzt wieder maximal schlecht. Nicht, dass das Minecart hier strandet. Ach, Mann. Ja, nee, der hat ja noch Zeit zum Fahren. Okay. Es fängt doch langsam mal wieder ganz gut zu lecken. Ich würde mal hier den Granit mal mitnehmen wieder. So, Granit. Ja, Leute, im Ernst. Für solche Fails seid ihr doch da. Genau, für solche Fails seid ihr doch da, weil Schadenfreude bestes Entertainment. So, dann... Okay. Granit, her damit, passt. So, ach, ja, es dauert halt einfach so lang, bis der durch Obsidian durch ist. Aber ich glaube, jetzt nimmt er wieder an Fahrt auf. Ja, ja, hier ist nämlich eine Wasserquelle direkt neben Lava. So. Und jetzt kommt er wieder zu ganz alten Höhen auf. Jetzt sind wir hier wieder auf ganz andere Art und Weise an Fahrt an. Ich sollte vielleicht... auch mal hier rüber gehen und ausleuchten. Sonst haben wir da ganz viel Spaß. Kriegen wir, ja. Satisfying. Können wir wieder ein bisschen durchlunsen. Ja, und die ganzen Silberfische, die unten rauskommen, die nerven sie mich oben nicht. Eigentlich kann ich... Nee, ich fliege nicht mit der Leiter durch. Dann komme ich nämlich nicht so schnell wieder hoch. So, dann setzen wir Fackeln. Brauche aber gerade eine Weile, um durchzukommen. Hallo Silberfisch. Silberfische. Wie ist das Ganze hier unten hinten? Ist doch mal was. Da vorne war ein Creeper. Okay, jetzt dreht er sie im... Ja. Wo kommt der denn her? Schon wieder. Nein. Wir? Ja, die ganzen Items. Es ist laggy wegen den Items. Wir hatten das ja schon mal gehabt. Die Items machen es ein bisschen schwierig. Ich muss gucken, dass ich hier nicht mehr so große Strecken fahren lasse. Weil die Lags sind dann doch langsam arg bemerkbar. Und da müssen wir mal gucken. Also ich kann die... Jo, hier vorne ist auch gefährlich. Ich kann hier nicht mehr so große Strecken fahren lassen. Geht nicht. Ups. Fackeln werden doch ein bisschen eng. Sag mal, ist die Strecke hier größer? Ich muss mal kurz mit Journey mitgucken. Ist die Strecke hier größer? Hallo? Ne, die Länge ist nicht unbedingt größer als... Naja, doch, vielleicht ein bisschen.
Vielleicht ein kleines bisschen, mal gucken. So. Wir können wieder eine Dia-Wette abschließen. Wie viele Dias sind am Ende drin? Also mal gucken. Und wir gucken auch gleich nochmal komplett unten rein. Diesmal ist aber kein Obsidian im Weg, ne? Nope, sieht gut aus. So, nur eine Wasserquelle, die im Weg war. Jo, Silberfische werden gleich nochmal durchgeschreddert von der Bohrspitze. Und oh, da unten liegen Fackeln. Wie sind die denn da runtergekommen? Ah, ich weiß. Da liegen Fackeln, weil unten drunter Minenschächte sind von anderen Spielern, also die jetzt abgebaut wurden. Und deswegen liegen da die Fackeln einfach gedroppt rum. Ja, das macht auch Sinn. Okay. So, werter Bohrer, wenn du dich gleich drehst und wendest, sag Bescheid, weil viel kann es nicht mehr sein. Okay, na, das meiste hat er geschafft. Jetzt wird das Lag aber richtig heftig. Zu viele Items, ihr müsst bedenken, das sind alle Stacks, die hier liegen, ne? Er wirft stackweise Stein raus, aber er baut ja auch tausende von Blöcken hier ab. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber es sind safe über ein paar tausend Blöcke, die er abbaut. Allein wegen dieser großen Fläche. So, nochmal Torch. Torch. So, der darf sich jetzt drehen. Wenden. Besten Dank. Und auf dem Rückweg hat das jetzt natürlich einfacher. Genau, da läuft. So, dann einmal hier durch. Perfekt. Und dann da vorne wird er mal kurz stehen bleiben. Dann rast er aber hier zurück und hier zurück. Und vorne dachte sie, und das Entladen ist auch mal ein Highlight. Kann er sagen, was er wollt. Sieht immer gut aus. So, hier kann ich schon mal einsetzen. Der baut jetzt auch Kies ab, der irgendwie noch runtergefallen ist zwischenzeitlich. Hinten ist nochmal eine Stelle, wo Gravel runtergeplumpst ist. Da wieder ein bisschen brauchen. Aber ansonsten... Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir können gleich nochmal ganz kurz gucken, wie viel die jetzt oben drin sind. Ich meine, ich hätte eben geguckt. Ich weiß nicht genau, wie viel drin war. Sollte ich vielleicht machen, wenn ich jetzt gleich mal hochgehe. Und dann einmal messen. So, Bohrer kommt zurück. Feierabend. Der entleert sich jetzt. Ist einfach so massiv. Lag? Nee, unten war noch ein Block anscheinend. Ja, und... Ah, durch das Wasser ist Cobblestone entstanden. Da hält er natürlich jedes Mal an Bord ihn ab. Gut. Dann bitte einmal alle machen. Jupp. Und jetzt hier am Förderband. Es ist eine wahre Pracht. Aber ich gehe jetzt mal mit hoch und messen. Guck mal, wie viele Dias oben sind, damit der jetzt hier nicht... Ne? Ein Hoch auf die Automatisierung. Direkt satisfying Videos auf YouTube angucken im Anschluss. Also wir haben drin 39 Dias. Mal gucken, wie viele jetzt am Ende drin sind. Ich sage euch Bescheid. Der Bohrer entleert sich ein bisschen und dann, da fährt auch Lapis gerade hoch. Sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann alles ist entleert worden. Und wenn wir mal in die Kiste reinschauen, es sind 59 Dias drin. Das heißt, wir haben von 39 auf 59 20 Dias in dem einen Rutsch gesammelt. Ich hätte jetzt irgendwie so 18 geschätzt, weil ich stand am Förderband. Und dann ist halt ein Stack hochgefahren, nochmal zwei einzelne. Und so ein Stack auf dem Förderband ist meistens mal 16. Und deswegen dachte ich, 16 plus 2, aber egal, 20. Umso besser, dann haben wir nochmal einen mehr. Jede Menge Lapis hier drin. Hier ist halt wieder, ne, Überschusszeugs sortieren. Die Eisenerze und Golderze und alles ist ja auch schon wieder massiv. Auch wenn ich mir eigentlich so denke, oh, das müssen wir mal durchcrushen. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Nuggets das gibt? Die Pressen werden Tag und Nacht beschäftigt sein. Redstone hat sich wieder aufgefüllt, das ist ganz gut. Ich habe auch wieder die Schienen alles reingelegt, Inventar aufgeräumt, so wie es sein soll. Andesit hat wieder ganz gut hier nachgelegt, weil das brauchen wir auch öfters mal. Scory hat nachgelegt. Wahrscheinlich bin ich wieder durch den Scory-Vorkommen gefahren. Und hier haben wir Kohle. Und Granit ist auch am Start. Und dann, ja, braucht man vielleicht für Gabbro und andere Sachen. Aber dann haben wir erstmal wieder die nächste Bohrerfahrt erledigt. Ja, Leute, nächster Tag, nächstes Glück. Bohrerfahrt. Let's go. Damit wir direkt nochmal losreisen können. Wir haben jetzt eine Folge... Nee, der hat gerade Sachen ausgeworfen. Wir haben jetzt hier an drei verschiedenen Tagen, glaube ich, aufgenommen. Drei Bohrerfahrten einmal gemacht. Ich habe nochmal eine weitere Area jetzt ausgedingst. Die ist hier vorne. Hallo? Ja, unten hängt er wieder an der Cobblestone Generator. Hier, da bleibt jedes Mal dran. Wir müssen die Wasserquelle da mal wegmachen. Tiltet ja ungemein. Also die Wasserquelle müssten wir früher oder später wegmachen. Egal. Bohrer bohrt, ich mache mich hinterher. Ich habe Fackeln dabei, Graniteninventar, alles was passt. Und dann läuft die Sache. Der fährt jetzt hier geradeaus durch. Und wendet dann halt hier bis ganz hinten wieder zurück. Also auch wieder zwei Ebenen. Mehr geht halt nicht, weil
Lag. So, es wird auch gleich wieder richtig laggy, wenn besonders viele Steine hier liegen. Aber der Sound. Das muss ich auch irgendwie mal mit in ein Video machen, vielleicht auf dem englischen Kanal. Mit Most Satisfying Minecraft Sounds. Einfach wenn so 100 Bohrköpfe, ich meine gleich fast 150 Bohrer, habe ich hier auf einem Schlag Blöcke abbauen. Einfach so. Genau so. Oh ja. Ja. Oh yes. Das ist mal Sound. So haben wir das gerne. Da brauche ich gar nichts zu sagen. Wir lauschen einfach dem Sound und ich setze Fackeln. Okay, jetzt hört es sich wieder anders an. Ja, hau die Steine raus, du. Ah, die Erze brauchen langsamer zum Abbauen, deswegen musst du jedes Mal zweimal bohren. Ja, ich werde die Sounds auch noch so laut lassen. Ich weiß nicht, also... Ich finde es eigentlich okay. Besonders jetzt nach einer Power Drill, wenn er uns richtig hoch speedet. Bisschen runter gucken. Ja, da ist wieder Wasser am Start. Dauert wieder ewig, bis der durchgefahren ist. So, die erste Ebene haben wir. Der müsste jetzt nochmal wenden und die zweite sich mitrasieren. So, Wendung. Ja, die Wendung im Geschehen. Ich habe hier einen Lavasee trockengelegt noch. Da war ein Lavasee, der, ja, damit das Mike halt jetzt vernichtet hätte. Boah, Gravel ist aber irgendwie ekelhaft da drin. Ich habe schon wieder Silberfische. Ja. Oh, läuft. Nein, Skelett. Nein, nein, nein. Wie laut ein ekelhaftes da rein dröhnt. Ja, unten sind Silberfische gelandet. Okay, wird mal wieder eine lange Folge heute, Leute, aber die Tour nehme ich noch mit durch. Und wir gucken nochmal wieder, was oben gedootet wurde. Nein, nee, 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 nee. Nachteil von den Sounds, die sind auch übelst laut. Ja, läuft unter ASMR, ich will gar nicht so viel sagen. Ausnahmsweise. Gleich geschafft. Habe ich gerade einen Creeper gehört? Ich hoffe nicht. Müssen wir gleich unten reingucken noch. So, Ende gleich erreicht. Ich mach die Sounds wieder leiser. Leute. So, Bohrer ist am Ende. Viele finden das immer so satisfying, deswegen habe ich das mal drin auch nicht so viel durchgelabert. Und er fährt wieder zurück jetzt. Yep. Und zwar in voller Möhre rasiert der wieder zurück durch. Soweit so gut.
Dann warten wir einfach mal vorne, bis er ankommt. Der wird auch hier nochmal zurückfahren, ein Weilchen brauchen. Und dann gucken wir mal, was er so alles rausgeworfen hat. Wie viele Dias es sind, muss ich auch wieder vorher gucken und messen, wie viel oben drin sind. Ne? Okay, dann würde ich sagen, bis gleich wieder. So, der Bohrer ist wieder komplett entleert. Wir fangen mal wieder ganz spannend von hinten an. Ich habe 6 Spruce-Chests eingesammelt, Leute. Ich glaube, ich habe von irgendwem das Lager abgebaut. Irgendwer hatte da 6 Kisten gehabt, unterirdisch in der Minenschacht. Und ich glaube, ich habe die abgebaut. Und es ist auch kein Mineshaft, so Vanilla, sondern das ist, weil das halt die Quark-Chest ist, jemand hat sich da Kisten hingestellt. Ich habe irgendwo 6 Kisten abgebaut. Leider haben wir die Items davon nicht gekriegt. Die müssten dann halt am Boden liegen oder an der Lava verschwinden oder sowas. Das ist halt, keine Ahnung. Wenn jemand was vermisst, es tut mir leid, es ist weg. So. Wir haben jetzt von 59, also haben wir 5 weitere, 22 haben wir an Dias dazu gekriegt bei dieser einen Runde. Ich habe auch noch hier einen gesammelt von so einem kleinen Vieh, was einen in der Hand hatte. Ich habe auch noch so einen Heart of Diamond wieder eingesammelt und ich habe auch 20 Diamanterze so per Hand abgebaut, die einfach da unten rumlagen in Erzform und dann dachte ich, nehme ich mal mit. Jetzt aber wirklich, das war's von dieser kleinen Bora-Fahrfolge, Special, ich weiß nicht, wie ich die einbaue. Ich dachte, ich mache es nochmal als Einzelpart und vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, in der nächsten Folge wieder. Bis dann, lass krachen. Ciao, ciao.